Oh mein Gott! Ich meine, letzte Nacht haben wir da... Du weißt es nicht mehr? Naja, nein, ich glaube nicht, dass ich... Oder... Vielleicht habe ich doch... Ja, ich habe. Hä? Also was ist hier los? Klaus! Was soll das? Waren Sie bei Ihrer Hochzeit nervöser oder heuer oder heute hier bei der Premiere? Heute hier bei der Premiere. Bei der Hochzeit habe ich gewusst, auf was auf mich zukommt. Nein, eigentlich kann man es nicht so vergleichen. Es ist beides ein sehr aufregender Tag. Premiere ist immer aufregend, Hochzeit ist aufregend. Also von daher beides Gefühlschaos. Bushino Chiari, eine sehr turbulente, schnelle Produktion. Wenn es so schnell geht, was verlangt es eigentlich von den Schauspielern? Also von den Schauspielern verlangt es vor allem mehr Arbeit, weil die Texterarbeitung und das Lernen des Textes schon quasi eine extra Portion an Arbeit braucht. Und einfach Text, und solange das, weil es sehr schwierig ist, schnell ist, und dann kann man eigentlich erst mit dem Spielen beginnen. Ja, mir hat es sehr gut gefallen, weil es einfach sehr unterhaltsam war. Die schauspielerische Leistung war großartig. Und ja, es war von vorne bis hinten, von vorne, also von Anfang bis zum Schluss einfach sehr kurzweilig. Wunderschöne Sache, darf man sich nicht entgehen lassen. Da muss man einfach dabei sein. Ein wenig ein Kuddelmuddel war es schon. Bei Ihrer Hochzeit? Nein, bei meiner nicht, Gott sei Dank. Zum Glück nicht. Aber zum Anschauen war es sehr lustig. Was ich damit meine ist, der kleine Augenblick, der mit dir hätte stattfinden sollen, der verwandelte sich in einen großen Augenblick mit ihm. Was würde ich dafür geben, Sie so durch den Mittelgang der Kirche führen zu dürfen? Oh ja, aber stattdessen kommt so ein blödes Schwein und schnappt sie mir einfach weg. Ich glaube, ich spring vom Ibssteg. Ave Maria! Ist die Hölle los? Dein Vater tobt herum wie ein Verrückter und die Kellner streiken und dieser Hoteldirektor reißt sich die Haare aus. Was wird denn nun aus unserer Traumhochzeit? Sie kennen ja die Arbeit der Volksbühne eher aus der Regie-Sessel-Perspektive. Was sagen Sie zum Ensemble heute? Ich finde es eine grandiose Leistung, dass so ein junges Ensemble so ein schwieriges Stück so über die Bühne gebracht hat. Mit so einem rasanten Tempo und so ein schwierig zu spielendes Stück gut ab. Rasantes Tempo ist ein Stichwort. Sie waren ja mittendrin. Ist es Ihnen auch so schnell vorgekommen? Mittendrin im rasanten Tempo, das kann man wirklich sagen. Gerade beim zweiten Teil geht es dann wirklich drunter und drüber. Bin wahnsinnig froh, dass es so gut geglückt ist, dass wir es so super auf die Bühne gebracht haben. Mit dem Premierenpublikum, aber auch wirklich ein leichtes. Die waren großartig, die sind mitgegangen, die haben gelacht und applaudiert. Und jetzt wird richtig gefeiert. Das haben wir uns verdient, glaube ich. Gratulation. Dankeschön. Sehr amüsant für den Zuschauer. War Ihre Hochzeit ruhiger im Vergleich? Also in dieser Weise, die da dargestellt wurde, war sie ruhiger. Ansonsten auch nicht, aber in dieser Weise, Gott sei Dank, sehr ruhig. Ich habe gehört, Sie sind eine Hochzeitsexpertin. Die haben gesagt, ich bin glücklich geschieden. Und hat es vielleicht Gusto gemacht, noch einmal zu heiraten? Ja, schauen wir mal, da brauchen wir einen passenden Bräutigam dazu. Und eine turbulente Hochzeit. Eine turbulente Hochzeit, ja. Aber so turbulent muss ja dann auch wieder nicht sein. Aber es war ein tolles Stück, tolle Schauspieler, hat gut gepasst. War ein schöner Abend. Ich glaube, es hat jedem sehr gut gefallen und die haben ein Glück, dass sagen wir, diese Frau Bushino Chiari so einen guten Draht hat zur Volksbühne oder zu den Schauspielern. Und daher das alles mehr reibungslos oder gut läuft. Und die sind voll entfalten, ne? Also die Schauspieler. Es war sehr lustig, sehr viel zum Schmunzeln dabei, sehr kurzweilig, ja, amüsant einfach. Sehr schön, sehr lustig, sehr amüsant und was mich auch immer imponiert ist, wie gut eigentlich diese Laienschauspieler sind. Ja, mir hat das gut gefallen und es ist ja so, wie das Leben manchmal so spielt, vielleicht in echt nicht so extrem oder in der
kurzen Zeit, aber es war ein sehr kurzweiliges und amüsantes Stück, ja. Lassen Sie mich erklären. Erklären Sie. Also, das, was hier passiert ist, ist zu kompliziert. Und was ist da zu kompliziert?